Geht. Vorsichtig mit dem Gas da vorne. Wo soll ich mich einreihen? Ja, du bist der Link. Links, rechts, links, rechts. Genau. Ich hab links angefangen, also bist du der Nächste, der rechts fliegt. Rechts, oh, jetzt bin ich zu weit nach vorne gerutscht. So, wer zählt rückwärts? Ja, 3, 2, 1 und Vollgas. Wieder die gleiche Ecke oder? Yep. Mark 82 Bomben, ja? Ja, hab ich schon. Welche Geschwindigkeit? Ja, Geschwindigkeit ist gerade ein Bombardier. Aber Vorsicht, da befindet sich auch eine feindliche Schäker im Zielgebiet. Krieg ich dafür eine Merrick? Nee, aber du kannst ja eine Bombe draufschmeißen. Achso. Okay, dann greifen wir mal an. Und man läuft. Okay, irgendwer hat schon den Berg geküsst. Ja, ja. Ich habe einen Knopf verwechselt, ich habe auch so ein Nachtsichtgerät angemacht. Oha. Das tut mich leid. Es tut mich leid. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was getroffen habe. Die Schicker ist, glaube ich, noch aktiv, aber du kannst ja noch einen Eindruck machen. Naja, mache ich ja jetzt so. Upp, sauberer Treffer. Ich flieg hinter dir, Möhre. Jo. Psycho, weißt du, wie du dir selber im Flugzeug hinstellen kannst mit dem MCC? Negativ. Warte, ich flieg ja gerade, ich kann's ja gerade schlecht machen. Da musst du kurz warten, dann mache ich das gleich, wenn wir hier den Anflug beendet haben, ja? Auf die, dann kannst du beim Flugfeld wieder mitmachen. Alles klar. Da kommt ein Tank ins Ziel, muss erst nur einen Flug machen. Jo, in der Mitte sind noch Infanteriesoldaten, die kannst du weghauen, ja? Ganz in der Mitte von der Basis, neben dem Wracks. Na, ich habe gerade nichts gesehen, das... Hm, ja, deswegen sage ich, die stehen ganz in der Mitte neben dem ersten Bombenkrater. Okay.
Steffen, aber über dem MCC müssten wir uns erstmal einloggen können, um das zu machen. Ach, ihr seid beide abgestürzt? Ja, ja, ich bin auch abgestürzt. Scheiß, keine Ahnung, ich hab den Joystick schon wieder verkehrt eingestellt. Ja, ich hab mich ausgeloggt. Warte mal, Möhre, mit dem Anflug noch? Ja, ich flieg einen neuen. Ihr könnt ja, ich hab mich ausgeloggt. Die Marines, ne? Die sind unter, na, du musst mal gucken, ich hab jetzt die F-16, ich glaube, die sind US Air Force, unten relativ weit bei den Gruppen, und zwar die mit den ungelenkten Bomben. Ja, ja, Freifallbomben. Genau. Such's einfach mal, bis du es findest. Freifallbomben, MTS. Oh, das sieht danach aus. Okay, Möhr, ich bin irgendwo hinter dir. Ja, ich seh's. Ja, Leute, dass wir den Abschutz müssen wir noch üben, wa? Ja, auf die Schnauze legen kann ich schnell. Ich auch. Hey, ich weiß momentan nicht, was das ist. Eigentlich fliege ich relativ gut. Bloß ich überschätze die F-16. Das war zu weit. Bin dran gewöhnt, das Thunderbolt zu fliegen. Das wird zu weit gewesen sein. Jupp, war's. Meine Bombe ist genau auf dem LKW geflogen, der hat sich gerade irgendwie 200 Meter in die Luft katapultiert. Das ist doch gut. Ja. Bist du gerade nochmal am Anflug oder was machst du? Nee, ich wende gerade, ob ich den nächsten Anflug machen kann. Achso, okay. Fliegst du ja dann aus Richtung Osten an oder was? Nee, ja. Westen. Oder wie, oder was, oder wo? Ja, so Richtung Osten komme ich rein. Tschüss. Wieder in der Luft? Auch nicht auf die Infanterie. Ich mach das einfach mal mit der Bordkanone jetzt. Jo. Da haben wir die Bomben noch für das Flugfeld. Boah, das ging ja echt daneben. Ja, viel zu weit. Ja, weil ich schräg angeflogen bin. Wenn er die Fliegkraft auch mitberechnen sollte, dann war es zu schräg. Alles klar, die sind eliminiert. Jungs, wir treffen uns alle erstmal über Feruzabad, ja? Hinter irgendwen fliege ich schon hier hinterher von euch beiden. Ja, ihr fliegt gerade auf das alte Ziel zu. Wir fliegen erstmal nach Feruzabad und kreisen dann da kurz und dann geht's zum Flugfeld hoch. Jetzt müsste auch der Dossier richtig eingestellt sein. Wieso, hast du einen Seitenparkett gehabt, oder was? Hey, ja, ich hatte es vorhin auch gerade noch irgendwie ganz komisch. Deswegen bin ich auch schön auf Fresse geflogen. Okay, hinter jemandem bin ich gerade. Nicht hinter mir. In welcher Höhe bin ich denn gerade? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu. Alles klar, wir sind alle bei Feruzabad. Möhre, flieg einfach mal langsam Richtung Westen. Wir reihen uns hinter dir ein. Jo. Erstmal wieder Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, Möhre sollte jetzt ganz vorne sein in Richtung Westen, ja? Und dann halt euch einfach alle hinter ein. Ja. Sag Bescheid, wenn du anfängst Richtung Westen zu fliegen, Möhre. Ja, ich drehe ganz langsam. Ach, dann bist du der hier links, okay, alles klar. Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo fliegst du gerade hin? Wolltest Richtung Westen fliegen? Ja. Ich bin gerade, glaube ich, der Einzige, der Richtung Westen fliegt auf der Höhe von Feruzabad. Ja, ich habe mich gerade nochmal gedreht. Nochmal eine Schleife durch.
Na, wir treffen uns einfach alle da, wo wir jetzt alle fliegen. Und dann, klappt das schon irgendwie, ja? Oh, da ist ja das Flugfeld. Ich habe ja schon das Flugfeld. Naja. So, Mio, du fliegst gerade in welche Richtung? Ich flieg gerade Richtung Nordosten. Alles klar, dann sehe ich dich auf dem Radar. Ich überfliege gerade das Flugfeld. Musst du das hinter mir sein, wa? Was sollen wir denn auf dem Flugfeld treffen? Langer. Alles klar. Und da stehen da noch ein paar Helikopter. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Mio, du fliegst gerade Richtung Süden, richtig? Ja. Gut, dann bin ich hinter dir. Wir kommen gerade auf die Hangars zu und Abruf. Dann bist du das noch nicht da gewesen, der Richtung Süden geflogen ist. Aber egal, okay. Ah, dann bist du hinter mir, Steffen. Ist es gelohnt? Jo, das hoffen habe ich schon mal. Alles klar, ich habe die Helikopter zerstört. Da qualmt es nur noch. Aber ein Hangar steht noch, Jungs. Ist da noch ein Hangar? Wer will? Zyko ist in Abflug. Wer denn? Super Treffer, der ist weg. Ha, frontal von oben raufgeflogen. Irgendwer hat gerade Zivilbevölkerung in Fusabad bombardiert. Was? Du hast Zivilbevölkerung? Das ist aber nicht Fusabad, das ist Resman. Ja, Resman. Oh, die arme Zivilbevölkerung scheint ein Volltreffer gewesen zu sein im Gebäudeblock. Von hier oben sieht's böse aus. Ja. So, taktische Ziele könnt ihr noch eigenem Ermessen bombardieren, wie zum Beispiel die Öltanks beim Flugfeld. Und dann sammeln wir uns wieder, bis wenn die Bomben weg sind und fliegen zurück zur Basis. Ich habe noch MK84, darf ich die auch einsetzen? Sicher. Gut. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Von der Sprengkraft oder? Ja. MK84 stärker als MK82, ne? Ja. Das sind die großen, die wir. MK84 sind wesentlich sprengfreudiger. Ah, okay, dann nehme ich die mal für die Öltanks. Knapp zu kurz. Ich glaube, du bist weit außerhalb des Zieles gelandet. Na, hast du dich wieder abstürzen lassen? Wir hätten da eine Bombe gestellt, der war nicht eingeplant. Das ist eine Sauerei. Keine strategischen Ziele mehr in Sicht, aber ich habe noch eine Bombe. Ich hab noch zwei. Ich habe gerade noch den Tower versenkt. Ich habe gar nicht Welche strategische Ziele wären denn der Tower, bitte? Naja, der Tower ist aber wichtig für ein Flugfeld, oder nicht? Ja, für ein Flugfeld, aber das könnten wir erobern, wenn wir unsere Abrams reinschicken. Haben wir nicht. So, ja, wenn ihr alle die Bomben los seid, dann fliegen wir wieder zurück. Ich hab noch zwei. Na dann. Ah, okay, dann lass ich einen Radar jagen. Was macht ihr? Das ganze Angelände massakrieren.
Hat Restman eigentlich eine Tankstelle? Das ist Zivilbevölkerung, da brauchst du keine Bomben reinwerfen. Ja. Holt doch gar keines. Halt, sind doch schon alle weg. Muss ich mich korrigieren. Fliegst du Richtung Nordwesten, Möhrif? Drehst du gerade nach links? Ich drehe nach links, ja. Gut, dann fahre ich mich mal hinter dir. Oh, du kommst mir gerade entgegen, ne? Jo, ich flieg jetzt erstmal geradeaus, weil ich mir mal. Ja, ich reihe mich hinter dir ein und dann geht's zurück zum Flugfeld. Diesmal ohne Nachbrenner. Guter Treffer auf das Carport. Ja, war geplant. Ja. Wir fliegen gerade wieder zurück. Ja, ich reihe mich schon gerade ein, oder ich versuch's noch rechts. Mach einen Afterburner an, dann kommst du hinterher. Nee, ich lass das lieber. Sonst bin ich nachher wieder zu schnell für den Landanflug. Nö, eigentlich nicht. Ihr könnt mir gleich nochmal bitte zeigen, wie man sich da so ein Plätzchen stellt. Dann nehme ich das wenigstens mal. Okay, dreh nach links, nach rechts ab. Geschwindigkeit, Möhre? 700. Denkt sich jetzt. Mein Pfeilkreuz ist fast richtig. Ey, fast durch die eingeschlagen. Herrlich. Sehr schön, Möhre. Den Rest nachmachen. Hinter mir oder seitlich? Naja, du kannst drehen, ich bin hinter dir. Qualmt am Tag. Der vordere. Möhre qualmt. Musst du immer im Jet rauchen, das ist ungesund. Ey, es ist ein Raucherjet, steht extra dran. Ne? Ach so. Den will ich aber auch rein. Nein, gibt's nur für Profis. Siehst du, ich kann doch landen, geht doch.